19 zum Bundesliga-Topspiel. VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, immer noch absurd ist, so zu formulieren. Gerade letzte Saison, ne, da waren wir noch 14 Plätze auseinander. Ich habe auch viele Statistiken und so Geschichten schon angesprochen. In letzten Videos, auch in Streams, viel gemacht im Vorlauf zu diesem Spiel auf jeden Fall. Auch statistisch, tabellarisch aktuell. Wir sind überall unfassbar nah und eben auch in den Top-Werten oben mit dabei. Ne? Mal teilt man sich Platz 4 und Platz 5 in Statistikbereichen. In der Tabelle gerade Platz 3 gegen Platz 4. Wir sogar Platz 3 wegen besserem Torverhältnis, aber eigentlich natürlich punktgleich. Dortmund reist an. Und was soll man groß anderes sagen? Es ist ein Spiel, für das du lebst als Spieler. Gehe ich mal fest davon aus. Also auch für die Spieler wird das Ding in Heidenheim, die Pleite, die durchaus auch, ja, nicht wirklich gute Pleite, muss man einfach so sagen. Niederlagen sind nie wirklich gut, aber auch der Auftritt da war nicht gut und war ein kleiner Dämpfer. Aber der wird auch aus dem Kopf raus sein. Bei mir ist er auf jeden Fall aus dem Kopf raus. Jetzt ein paar Stunden vor Anpfiff sowieso gegen Dortmund ausverkaufte Hütte, soweit es halt ausverkauft sein kann. Aktuell mit den leichten Umbauarbeiten noch Auswärtsblock auch voll. Da drin wird es scheppern bis zum geht nicht mehr. Brutal geile Stimmung. Dortmund hat, glaube ich, viel mehr den Druck, ne? Jetzt gegen Bayern verloren, dafür gegen Newcastle stark gespielt. Du weißt nicht so ganz, was du von ihnen bekommst. Plus, die wollen natürlich auch irgendwo im Meisterschaftskampf richtig dranbleiben. Mit solchen Verlieren ist da schon ein bisschen Abstand da. Und für uns, die Formulierung fand ich ganz nett, und habe ich auch so übernommen quasi, zeigen jetzt diese Spiele, nicht nur Dortmund, danach kommt noch Frankfurt, danach kommt nochmal Dortmund Pokal, Bayern in der Liga, Leverkusen in der Liga, Top-Spielwochen pur bis zur Länderspielpause, oder bis zur Winterpause besser gesagt, wie viel Träumen erlaubt ist. Das ist so die Frage, wie viel Träumen ist erlaubt, das werden wir sehen. Und das Schöne ist auch hier eben im Vergleich zum BVB, wir haben Bock drauf, wir haben auch die leichte Hoffnung, jetzt auch mittlerweile auch diese Saison halt auch eine begründete Hoffnung, dass auch Punkte drin sind. Auf die Spieler hast du ja immer Bock, Dortmund, Bayern und so, boah, vielleicht geht heute was. Letzten Saison wäre es halt immer eine reine Sensation gewesen, das 3:3 da unter Hoeneß, eins seiner ersten Bundesligaspiele bei uns als Trainer, war ja komplett vogelwild gegen Dortmund, das waren alles Sensationen. Jetzt, tabellarisch, spielerisch, Saisonstart, Saisonlauf, 6 Siege am Stück, dies, das, ne, ist sogar auch ein bisschen was da, ein bisschen was an Rückhalt, ein bisschen was an, ja, einfach ein Grund, eine Begründung da, um sich hier Hoffnung zu machen. Aber eben auf der anderen Seite, wenn wir jetzt gegen Dortmund verlieren, ist auch kein Weltuntergang, ne? Hier meckert keiner, wenn Dortmund hier verliert, ist eine glaube andere Geschichte für das Fanlager und für den Verein auf jeden Fall. Deswegen leichte Hoffnung auf Sieg ist auf jeden Fall was drin, Heimstimmung und so weiter, Heimspiel ist immer was drin. Realistischer Tipp ist bei mir ein Unentschieden, aber auf jeden Fall brutal Bock auf das Spiel und auch natürlich auf die nächsten Topspielwochen. Dafür bist du Fan und dafür, ja, lebst du Fußball. Ja. Yeah!
du 5-0 hast, aber die Dinger nicht machst. Erste Aktion Dortmund 1-0. Nicht unser Leben. Komm! Ja! Ja! Ja!
im Stadion, Junge! Vorbei.